Ein ganz normaler Donnerstagmorgen in der Schule von Marsjak. Der 14-jährige Lyka bereitet sein Saxophon vor, denn an dieser Schule spielen alle Kinder ein Instrument. Heute probt die 8. Klasse einen alten Jazzklassiker. Oft wird gesagt, Jazz sei eine Musik für Erwachsene. Doch für Lyka gibt es kein Alter, um eine bestimmte Musik zu mögen. Für mich sind Jazz und Musik wie eine andere Sprache. Wenn man spielt, kann man sich mit allen Musikern dieser Welt verständigen, denn wir sprechen dann die gleiche Sprache. Und durch Musik kann man alles ausdrücken. Wenn man genervt ist, glücklich oder traurig. Mit einem Saxophon kann ich alle Gefühle rauslassen. Seine Eltern sieht Lyka oft nur am Wochenende, denn wie viele der Kinder lebt er unter der Woche im Internat der Schule. Wer hier aufgenommen werden will, der muss vorher nicht unbedingt ein Instrument können, aber man muss ganz schön motiviert sein. Denn neben den 26 Schulstunden in der Woche kommen noch 5 Musikstunden, Proben am Abend und Konzerte am Wochenende dazu. Aber Lyka kann einfach nicht genug bekommen. Ich liebe Jazz, aber wenn ich das abends hören will, sagen meine Freunde, nein, nicht schon wieder Jazz. Die würden lieber was anderes hören. Aber ich höre sogar Jazz, wenn ich Hausaufgaben mache. Zum Beruf will Lyka sein Saxophon aber nicht machen. Ein echter Profimusiker will ich nicht werden, denn da muss man sehr lange studieren. Aber ich will in dem Bereich bleiben und Toningenieur werden. Saxophon spiele ich dann weiter nebenher. Wenn ihr Lyka und sein Saxophon hören wollt, dann müsst ihr Ende Juli nach Marsjak kommen. Denn dann wird er dort beim Internationalen Jazz Festival auch auf der Bühne stehen.